Oh Mann, das war ein Tag. Wir waren zum Turnier und ich muss sagen, es war richtig, richtig cool. Und ich habe eine richtig schöne Schleife bekommen, so schön rot. Und ja, ich war mit meiner Reitbeteiligung los. Das war für sie auch das allererste Turnier in ihrem Leben sozusagen. Und es war einfach schön. Also wir haben damit gerechnet, dass es regnet. Und es waren aber wirklich 25 Grad. Also wir haben eher geschwitzt, weil wir noch Fleece-Pullover dabei hatten, weil ich auf Regen eingestellt war. Vielleicht kurz ein bisschen was zum Turnier. Ich habe mir ein Dorfturnier rausgesucht, also Dorf, Kleinstadt, wie auch immer. Weil ich ja letztes Jahr gar nicht los war zum Turnier und dieses Jahr ja das erste war und ich dachte, ich fange mal ganz ruhig, ganz harmlos an, suche ein kleines Springen raus für meine Reitbeteiligung und für mich auch ein kleines Springen und dann kann ja gar nicht so viel schief gehen. Bei dem kleinen Springen meiner Reitbeteiligung allerdings, muss ich sagen, für einen Springreiterwettbewerb war das schon eine ordentliche Höhe, mit In-Out auch direkt, also ja, okay. Und als ich das gesehen habe, dachte ich natürlich, okay, was kommt jetzt bei meinem Springen? Denn ich habe ein Springen mit wild geschmückten Hindernissen genannt und das kann ja im Prinzip alles sein. Also ich war davon ausgegangen, einfach, dass es ein normaler Sprung ist mit Stangen und die Stangen vielleicht, keine Ahnung, Lametta haben oder sowas oder irgendwie mit Luftballons geschmückt sind. Das war auch an einem wirklich der Fall. Also da waren die Ständer geschmückt, allerdings mit Staubwedeln und Stangen gab es auch nicht wirklich, denn da waren Legosteine. Okay. Ich dachte erst, aber sind wir heil durchgekommen. Dann gab es noch einen Sprung, der hatte so einen Agility-Tunnel für Hunde, also wo sie so durchkrabbeln können. Da war da ein kleines Kreuz mit Bobbycars rechts und links. Einmal waren da so Wassereimer nebeneinander und dann ohne Stange. Dann war ein Sprung noch, bestehend einfach aus Heuballen oder Stroh war das, glaube ich. Also auch ganz harmlos, hatten wir letzte Woche erst im Stall gemacht. Und dann war da noch ein Sprung mit dieser Folie, diese ist so goldig, die sieht man im Fernsehen immer bei Verbrennungsopfern in den Krimis und so. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und rechts und links waren dann auch noch Müllbeutel, also schon ein bisschen gruselig, weil es auch relativ windig war. Und der Sprung mit den, ich glaube, mit den meisten Punkten wirklich war einer, da standen diese gelben Schilder, die man aus dem Supermarkt kennt, wo da steht, Achtung rutschig oder Achtung Glättegefahr oder irgendwas steht da immer drauf. Okay, Glättegefahr ist wahrscheinlich eher Auto. Aber Achtung, nass oder irgendwie sowas. Und die Schilder sind ja auch so relativ hoch. Also da dachte ich auch so, okay, guck mal. Die Parcoursbegehung selber war sogar mit Pferd. Das heißt, man konnte sich alles einmal angucken, beziehungsweise das Pferd konnte sich einmal alles angucken. Und das ging auch richtig gut. Und dann ging das Springen los. Ich würde sagen, schaut euch das selber an. Und ja, was mich mal interessieren würde, ist, ob ihr sowas auch schon mal gesprungen seid und ob es das gerade in Deutschland oder auch Norddeutschland hier öfter gibt, weil das schon sehr viel Spaß gemacht hat. So ein bisschen wie so ein Jump'n'Run, nur einzeln. Ja. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, gerne auch, wenn ihr wisst, wo das ist, den Stall dazu. Dann kann ich die Ausschreibung so ein bisschen im Blick behalten und vielleicht sieht man sich ja mal da. Ich bin jetzt am Turnier. Schaut mal. Sieht der nicht schick aus? Mit dem Sternchenhalter, mit dem Extra dran. Eigentlich doch, ich zeige euch das mal. So, dann kann ich den Boden. Und danach starten wir wieder springen. Und ich glaube, er freut sich schon. Der Marschall sind schon und Sattel. Und jetzt wartet er, bis es losgeht. Wir haben jetzt gerade Turnierpause und er klappert ein bisschen Gras. Schon ein Mädchen mit Frauen und so. Ich habe gerade einen zweiten Platz gemacht und jetzt wird schon geschmückt. Wenn ihr mal schon ein bisschen sehen kann. Für das Punktespringen, was wir gleich machen, wollen wir sehen, was das wird. Kommen wir zu dem Punktespringen. Das war ein Springen mit wild geschmückten Hindernissen, hieß es. Ihr seht das hier schon, einen wehenden Mülleimerbeutel oder auch diese Feuerwehrfolie. Dann sind da Legosteine mit Staubwedeln, Heuballen, ein Hindernis mit Bobbycars, also komplett geschmückt. Beziehungsweise eigentlich gar nicht so doll geschmückt, sondern einfach nur anders aussehend. Es war auch schon eine Parcoursbegehung mit Pferd, also er konnte sich das alles schon einmal ansehen und dementsprechend konnte man schon einschätzen, okay, da kommt man rüber oder auch der nicht so gut. Und bis auf ein Hindernis habe ich mir eigentlich alle
gut vorstellen können, sag ich mal. Und das war jetzt hier das Hindernis mit dem Bobbycars. Jetzt kommen so Wassereimer am Boden und dann diese Folie, da hat ein bisschen gezuckt, da musste ich ein bisschen Gas geben dann. Hier hätte ich natürlich deutlich kleineren Weg nehmen müssen, aber ich wollte die Heubein relativ außen anreiten, damit ich über diesen Tunnel komme. Dann Handwechsel war eigentlich nicht geplant, ich wollte eigentlich rechts rum, weil hier vorne die hohen Punkte sitzen. Ja, hier waren jetzt die Legosteine und da habe ich gemerkt, okay, du kommst überhaupt nicht hin. Und jetzt hinten dieser Sprung, das waren so diese gelben Schilder, wie man jetzt hier vorne auch sieht bei den Heuballen. Das sind diese Schilder, Achtung nass. Ja, das war halt eins mit den höchsten Punkten und dementsprechend musste ich das dann einfach mitspringen. Ja, hier, keine Ahnung, war mein äußerer Zügel wahrscheinlich nicht dran. Ab da war der Fluss komplett raus, da sind wir auch nicht mehr über den Tunnel rübergekommen. Hier über die Eimer auch nicht mehr und damit konnte man das natürlich total vergessen. Allgemein war unser Grundtempo auch ein bisschen gering. Ich glaube, man sieht das hier schon ganz gut. Wir schleichen uns ein bisschen durch die Gegend. Ich muss aber sagen, ich war da auch ein bisschen vorsichtig, weil der Platz relativ hart war vom Boden. Also, ja, war einfach hart. Also auf dem Grasplatz hätte ich mir das besser vorstellen können. Und dementsprechend, ja, war es dann aber auch schon gelaufen. Also, ist halt so, ne? Man kann ja nicht immer gewinnen. Ich muss aber sagen, es war trotzdem eine super Runde. Ich war sehr zufrieden. Und wir sind über alles gut rübergekommen, ohne großartiges Zucken. Also, doch, war ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Ihr habt jetzt hier nochmal ein paar Bilder gesehen, ein paar Turniereindrücke. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und gerne kostenlos abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!